Möchten Sie jetzt nach Hause gehen oder bleiben Sie noch ein bisschen? Nun, meine Kinder warten auf mich. Und ich hätte eigentlich jetzt, nachdem Herr Rückert gesprochen hätte, ich darf Herrn Weimann begrüßen. Er ist von Tempelhof. Ach, Herr Peiten, haben wir uns nicht vorgestern, dann habe ich das durcheinander gebracht. Auf jeden Fall sind Sie von der Tempelhof Projekt GmbH da und ich freue mich sehr darüber. Und ich hätte jetzt eigentlich, nachdem wir hier diese Spekulationen abgeschlossen hätten, auch gerne nochmal Sie gefragt, ob Sie dazu was sagen möchten und Sie begrüßt, dass Sie da sind und dass ich mich darüber freue. Jetzt sind Sie schon am Gehen. Keine Spekulation, sondern ganz konkrete Frage. Nein, aber wir haben hier jetzt schon sehr viele verschiedene Aspekte. Entschuldigung, es ging hier eben gerade, hat der Herr Kemper, Sie sind gleich dran. Herr Weimann, Herr Kalk möchte jetzt gehen und ich wollte ihn, bevor er geht, begrüßen und ihn auch vielleicht noch fragen, ob er was sagen möchte. Er hat vielleicht auch noch etwas, was er hier loswerden möchte und da würde ich jetzt, danach sind Sie dran, Sie vielleicht bitten, ihm sogar noch das Mikrofon zu geben. Danke, Sigurd. Ja, also Martin Palken ist mein Name. Ich bin der Sprecher der Tempelhof Projekt GmbH, die im Auftrag des Senats für die Gesamtentwicklung dieses Areals zuständig ist. Ich wollte mich jetzt nicht hier Stufe Hof schleichen, sondern sagen, meine Kinder jetzt Babysitter erlösen und darauf warten sie ja auch. Insofern werde ich das auch gleich tun, stehe Ihnen aber gerne noch zur Verfügung für Fragen, die jetzt direkt an mich sind. Ich muss Ihnen sagen, ich bin nicht der Experte jetzt für baurechtliche Wasserbeckenfragen. Kann aber trotzdem versuchen, die noch zu beantworten, wenn es hier quasi konzentriert und zusammengefasst worden sind. Sie können gerne auch noch Ihre Frage oder Ihr Statement loswerden, wenn es nicht allzu lang wird, dann bin ich gerne bereit, die Frage auch noch zu beantworten. Ich sage eine konkrete Frage. Also von letzter Woche. Verordnung über den gemeinsamen Landesentwicklungsplan, Standortentwicklung, Flughafen. Anlage zur Verordnung, LEPFS, 2006 beschlossen. Dort gibt es einen Handlungsschwerpunkt Flughafen-Umfeldentwicklung. Über diese Verordnung werden sämtliche Flughäfen, die sozusagen in Berlin so sind, städtebaulich zusammengebündelt und städtebauliche Hebel schaffen. Und unter anderem steht da drin Z14, die Fläche des Flughafens Berlin-Tempelhof entfällt in der Festlegungskarte zum Landesentwicklungsplan für den Eng- und Verflechtungsbereich Berlin-Brandenburg, Bestandteil der Verordnung von März 1998. Das bestehende Symbol besteht der Verkehrsflughafen und es erscheint, dass die Flächendarstellung Siedlungsbereich. Die Flächendarstellung Siedlungsbereich. Also automatisch Verletzverordnung. Rechtsverordnung ist eine untergesetzliche. Das ist doch keine Frage, das können wir doch gleich in Ruhe machen. Hat jemand eine konkrete Frage? Ja, stellen Sie die Frage. Ist das Ding wirksam oder ist es nicht wirksam? Ist es aktuell? So möchte ich. Ist das eine Frage an Sie? Ich muss gestehen, das übersteigt quasi das, was ich sozusagen in der Lage bin, aufzugreifen in diesem. Zwischen Tür und Angel im Moment. Ich kann nur eines sagen. Es ist in der Tat so, dass das ehemalige Flugfeld Tempelhof planungsrechtlich zurzeit Außenbereich ist. Es lässt eben solche Bauwerke, technische Bauwerke wie das Wasserbecken zu, mit all den Beteiligungen oder Nichtbeteiligungen, die gerade hier eben auch erläutert worden sind. Die Naturschutzverbände sind ja dann auch nachträglich noch mit ins Boot geholt worden, als man offensichtlich der Verwaltung gemerkt hat, das war dann zwar rechtlich korrekt, aber vielleicht nicht ganz im Umgang des Ortes angemessen. Sodass eben auch der BUND in diesem Fall ja sich auch dort zu Wort gemeldet hat und Stellungnahme abgegeben hat, die eben auch eingeflossen ist in die Baugenehmigung, die Abwägung der Bau. Jetzt ist es natürlich so, dass innerhalb der Frist, die möglich ist, und der BUND hat es ja angekündigt, auch eine Klage offensichtlich auch vorbereitet wird und wir erwarten die auch. Insofern wird es dann auch, wenn es denn einen gerichtlich verfügten Baustopp gibt, dort auch keinen Bagger geben, der anrollt, um dort ein Loch auszuheben. So. Das ist ein ganz normales juristisches Verfahren und da wird sich keiner drüber hinwegsetzen.
Es bleibt trotzdem Außenbereich im Moment und Sie haben hier dort auf der rechten Seite Bebauungsplan 771 und Bebauungsplan 77 als quasi Begrifflichkeit an die Wand geworfen. Das ist genau das Verfahren, in das wir jetzt gerade eingetreten sind. Im September wurden die Aufstellungsbeschlüsse für 4 B-Plan-Gebiete vom Senat für Stadtentwicklung und Umwelt unterzeichnet, auch ein förmlicher, ganz normaler Akt, der vollzogen wird. Und die Gebiete am Tempelhofer Damm und am Südring sind diejenigen, die jetzt in die frühzeitige öffentliche Beteiligung eingebracht werden. Dazu gibt es eine Ausstellung im Flughafengebäude, die gerade eben schon angeführt wurde. Die geht bis zum 1. November noch. Dort sind alle Planinhalte von Artenschutz, Klima, Ausgleichsmaßnahmen, Feldlärche bis hin zu Art und Nutzung und Maßnutzung der Areale aufgeführt, erklärt, was ein B-Plan ist, wie Sie sich beteiligen können. Sie haben die Möglichkeit, dort Ihre Einwände abzugeben, online und auch analog auf dem guten alten Papier. Das geht bis zum 1. November, wie gesagt. Dass die Veranstaltung, die wir hier auch schon bei dem mehrfach zitiert haben, am Dienstag, war auch Teil der frühzeitigen öffentlichen Beteiligung. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Angebote, Informationsangebote, Beteiligungsangebote in dem konkreten Verfahren, um eben für diese beiden Bereiche im ersten Schritt, nämlich Tempelhofer Damm und Südring, das Planungsrecht zu schaffen, das eben aus dem Außenbereich dann einen Innenbereich macht, beziehungsweise einen Bereich, an dem dann eben B-Pläne auch aufgestellt und rechtswirksam werden. Der Bereich, ein letztes Wort dazu, für die Oderstraße, auch ein sehr heiß diskutierter Bereich, da soll ein Wohngebiet gebaut werden, entwickelt werden, der startet offensichtlich im nächsten Jahr erst, also die frühzeitige Beteiligung der Entwicklung dieses Areals liegt aber dann, sagen wir mal, 2 Jahre nach dem geplanten am Tempelhofer Damm. Das hat die erste Priorität für das Land Berlin. Da wird damit gerechnet, dass Ende 2015, Anfang 2016 das Planungsrecht geschaffen ist, sodass dort eben mit dem Bau von Wohnungen und dem Bau der zentralen Landesbibliothek begonnen werden kann. Das vielleicht als Zusammenfassung. Herr Breiten, ganz kurz noch. Ich frage jetzt, ich versuche es nochmal mit ganz knappen, klaren Fragen. Nicht länger als 2 Sätze, also keine langen Statements, die können wir auch ohne Herrn Breiten hier hinterher machen, sondern wenn jetzt jemand noch eine ganz konkrete Frage hat. Der Herr hat sich als Erster gemeldet.